Testen und rüber wechseln. Star Wars Microforce. Star Wars Microforce. Willkommen zu meiner Spielpräsentation von Star Wars Microforce. Ein Lego-Abklatsch von Star Wars. Ja, hier ist das typische Intro. Ich könnte es euch jetzt angucken lassen, aber nein. So. Ah ja, ich wollte schon sagen, wir können das Ganze nicht überspringen, aber wir können es doch überspringen. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich meine, wer das im Endeffekt sehen will, der lädt sich das Spiel dann runter und testet es einfach mal an. Ja, ich habe gerade schon einmal getestet. Wir können quasi zwischen zwei Seiten auswählen. Die gute und die böse. Ich habe jetzt einfach mal die böse Seite genommen. Und wir fangen auch direkt mal an. Schön heroische Star Wars Musik wieder im Hintergrund. Im Hintergrund sehen wir auch Darth Vader. Ja, wir entscheiden uns für die Clone Wars und machen erstmal, wie ihr schon sehen könnt, ich habe noch nicht wirklich gespielt. Das erste Level. So wie es aussieht, brauchen wir auch 2 Steine von 3, um zu bestehen. Ja. Das Spielprinzip ist eigentlich ganz einfach. Wir haben ein Schiff, das sehen wir von oben und wir müssen quasi mit dem Finger gedrückt halten und hin und her navigieren. Und während wir halt quasi gedrückt halten, das Display mit den fettigen Finger, hier könnt ihr es auch schnell nochmal nachlesen. Das wusste ich noch gar nicht da unten. Ich habe nämlich beim letzten Mal aus Versehen den vorvorletzten Punkt ausprobiert und dann verschwand nämlich die Hilfe und da wusste ich nicht mehr, was ganz unten stand mit dem Power-Button und der Power-Weapon. Okay. Ja. Okay, touch the screen to continue. Ja, ein bisschen irreführend. Ach, hier steht ja sogar noch mehr, ist ja unglaublich. Mhm. Naja, okay, ist eigentlich alles klar. Dann fangen wir an. So, wo ist jetzt der Power-Button? Man weiß es nicht, ja? So, ja, hier könnt ihr es jetzt sehen. Ich habe quasi meinen Daumen auf dem Display, halte es quasi gedrückt und schieße fröhlich, was das Zeug hergibt. Die halten irgendwie viel zu viel aus, kann das sein oder täuscht das? Ja. Ja, man darf halt seine ganzen Herzen oben links zu sehen nicht verlieren. Weil sonst verliert man quasi auch sämtliche Upgrades, die es gibt. Eieiei. Das geht ja gerade schneller als gedacht, habe ich das Gefühl. Ah naja, so schlecht läuft es ja gar nicht. Oh, hier kommen ganz viele Gegner. Die halten zum Glück nicht ganz so viel aus. Aber das kompensiere ich, indem ich einfach in sämtliche Geschosse reinfliege. Ja, ich würde sagen, der nächste Treffer war es dann auch schon. Ganz dramatische Musik für einen gleich ganz dramatisch folgenden Abgang. Ach, das schaffe ich nicht. Eieiei, was ist das denn? Das sieht ja gar nicht gut aus. Die bleiben stehen. Eieiei, die detonieren. Die Dreckschweine. Sie detonieren. Eieiei. Da hätte mich fast das nächste erwischt. Oh, das sieht doch wunderschön aus. Ich würde mich sogar drüber freuen, hätte ich jetzt nicht mehr alle Herzen verloren. Tap to rebuild. Achso, jetzt muss ich ganz schnell Tab drücken. Ach, und dann baue ich mich wieder auf. Ist ja interessant. Okay, jetzt habe ich natürlich die schönen Upgrades, die wir gerade eingesammelt haben, verloren. Und da habe ich sie auch direkt wieder. Das ist ja unglaublich. So, ich fühle mich auch direkt schon nicht stärker. Ja, übermächtige Power, die ja mit Star Wars jetzt meines Erachtens nach nicht mehr ganz so viel zu tun hat. Aber naja, heutzutage sind halt auch die Raumschiffe mit der Macht ausgestattet. So, wir müssen schnell ganz alle Teile einsammeln, damit wir uns im Notfall wieder reparieren können. Ich glaube, so funktioniert das Ganze. Ja, optisch gesehen würde ich sagen, ist das Ganze eine angenehme Sache, muss ich sagen. Gefällt mir sehr. Schöne, klare Grafiken. Ich finde es jetzt echt gerade ein bisschen overpowered.
Das ist halt so ein typisches, ja, Raumschiffspiel von oben. Ich würde jetzt sagen, dass das weniger was mit Star Wars zu tun hat. Oder? Wie seht ihr das? Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Aber es macht auf jeden Fall ein bisschen Spaß. Ich finde das halt nur ein bisschen ungünstig, weil ihr kennt das bestimmt auch von solchen Spielen, wo man halt den Finger die ganze Zeit auf dem Display halten muss, dass es irgendwann schwitzig wird und je länger man spielt, umso schwerfälliger wird das Ganze. Also ich habe jetzt schon langsam meine Probleme, das Schiff aufrecht zu erhalten und die sind aber auch schwer. Hier, guckt mal, was die aushalten, dann fliegen die im Zickzack und haben noch so ein Übergeschoss. Ist ja unfassbar. Ja, jetzt kommen wir wieder unsere schönen Detonatoren. Ja, fliegen wir mal ein bisschen näher dran hier. Zack, zack, zack. Captain, beschießt die Kantine. Sie müssen verhungern. Oh, das nächste Upgrade ist ja unglaublich. Hä? War anscheinend nur ein temporäres Upgrade. Was ist denn das da unten? Links in der Ecke. Ihr werdet es sicherlich sehen. Ich sehe es auch, aber ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Achso, ich schieße die Dinger aber. Oh, da gibt's ein Herz. Die Truppenherzen. Über Herzen freue ich mich mehr als über irgendwelche Upgrades. Das können wir aber glauben. Huch. Irgendwelche Bodentrupps, die hier auch noch schießen. Ich finde auch die Sounds, bis auf die Hintergrundmusik, haben jetzt auch nicht wirklich was mit Star Wars zu tun. Huch. Ja, fliege einfach ins Geschoss rein. Passt schon. Oh, das sieht böse aus. Das sieht doch nach was Gutem aus. Böse und gut. Ist mir egal. Sieht nach allem aus, was es ist. Oh, wow, 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 wow. Ich habe schon wieder nur noch ein Herz. Das ist auch nicht mehr allzu sehr vollständig. Für den hier habe ich riesen Respekt. So. Jetzt kommt bestimmt gleich der Endboss und ich habe True Pilot. Und ich habe nichts mehr. So. Laut dem Balken da oben würde ich sagen, kommt jetzt bestimmt sowas wie ein Endboss. Oh, Planetary Invasion. Was ist los? Achso, geschafft? Ja, das zum Thema Endboss. Ja, ich finde auch von Lego hat das nicht viel. Gut, jetzt sieht man hier so zwei blaue Lego-Bausteinchen, die da sich drehen. Und hier die gelben Lego-Bausteinchen, die sich jetzt übereinander stapeln quasi. Ach, es geht direkt weiter. Ach, das war jetzt nur Part 1. Verstehe. Touch the screen to continue. Touch the screen to continue. Ach nee, okay, okay, okay. Jetzt können wir upgraden. Das gefällt mir ziemlich gut. Was mir weniger gefällt ist, dass wir eigentlich bloß Herzen upgraden können. Gut, dann upgraden wir jetzt ein Herz. Und noch ein Herz und noch ein Herz und noch ein Herz und stellen fest, dass es sowieso nicht funktioniert. Achso, wir können aber bloß eins pro Runde. You need two more power bricks. Aha. Na gut, dann kaufen wir uns jetzt ein Herz. Und ich würde sagen, wir machen einfach noch die Runde 2. Und da lädt es ganz energisch. Microfighters. Ja, da sehen wir auch schon. Das Level sieht genauso aus wie das davor. Wir sind auch wieder genauso schwach wie davor. Ich habe auch das Gefühl, da kommen dieselben Gegner wieder vor. Ah ne, es kommen direkt hier schon die Barrikadenmenschen hier. Die unterbezahlten Mitarbeiter, die sich einfach so abschießen lassen müssen. Eieiei, schön gekonnt reingeflogen, habt ihr das gesehen? Ach, der stirbt nicht. Na, lass man halt am Leben. Macht ja gar keinen Sinn, gegen sowas zu kämpfen. Ist ja unmenschlich. Also von der Standardwaffe würde ich sagen, das Geräusch klingt identisch mit, ach, ich krieg ja gar nichts kaputt. Eieiei. Man ist ja gezwungen am Anfang, um ein paar Teile zu bekommen, in sämtliche Geschosse reinzufliegen, habe ich das Gefühl. Eieiei. Piu, 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 piu. Ja. Da ist der Trooper zerschossen worden. Habe ich ihn zermalmt. Ui. 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 Ui.
So, trefft mich doch erstmal. Die Power des Bösen wird euch alle holen. Verfolgungsraketen werden mich holen. Shane. Ihr kleinen Männchen, ihr. Ihr wisst doch nicht, was gesund ist. So, kommen die nächsten Gegner? Ach, Herrgott. Na gut, ein paar Geräusche stimmen dann doch schon überein mit Star Wars. Was machen die denn hier? Hört mal auf zu schießen, ich bin böse. Achso. Tap, 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 tap. Budiu. So, machen wir hier so ein bisschen Kreuzfeuer. Da werden nicht wissen. Ach, guck mal, das ist ja genial, oder? Jetzt haben die doch quasi alle gar keine Chance. Außer die, die in der Mitte sind und sich nicht. Warum stirbst du nicht? Von meinen Schüssen beeinflussen lassen. So, schön hier durchziehen. Uiuiui. Ja, so langsam habe ich den Dreh raus. Also der Vorteil ist, auf dem Handy-Display rumzuwischen, hat ja folgenden. Keiner erkennt mehr meinen Entriegelungscode, den man ja per Fingermuster eingeben muss. Könnt ihr jetzt quasi... Oh. Ne, ist ja nicht... Na komm, da unten! Nein! Ich habe mein Upgrade verloren. Luigi, warum hast du das Upgrade verloren? Ich habe es nicht besser gewusst, okay. Aber du bist doch schon wieder am Sterben. Ja und? Ich spiele das doch zum ersten Mal und habe noch keine Ahnung von diesem schönen, wunderbaren Spiel. Oh, da! Power Brick. Unglaublich. Jetzt haben wir quasi einen Power Brick eingesammelt. Mit dem können wir gleich ein bisschen Power Bricken. Und unser Schiff upgraden. So wie ich das so sehe, haben wir noch nicht mal die Hälfte vom Level geschafft. Gott, bin ich gut. Herz eingesammelt, Herz verloren. So muss das sein. Sonst wird man alle frieren. Hört einfach nicht darauf, was ich sage. Es ergibt manchmal keinen Sinn, zumal ich gerade total in Konzentration bin. Der kleine Billig-Trooper hier, der... Oh, was ist denn da kaputt? Ach, hier so ein Riesenmonster, was so einen kleinen Ministrahl schießt. Na, wie süß ist das denn? Irgendwo muss man ja an Geld sparen, wa? Hauptsache, es sieht beeindruckend aus. So. Ja, mittlerweile schon fast unbesiegbar hier. Vor allem, das Riesenmonster kann doch nicht mal richtig treffen. Ja, ich wollte schon sagen, alle Gegner haben einen Schiss vor mir und kommen nicht mehr. Die Geräusche kommen irgendwie bekannt vor, einige. Aber nicht aus Star Wars. Ich bin gleich schon wieder am Eimer. Jetzt haben wir erstmal die Hälfte geschafft. Oder haben wir es ganz geschafft? Oh, Level complete. Ist total. So, achso, das ist True Pilot. Ah, ich verstehe. Okay, 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 okay. Und da haben wir einen gelben 2x2 Lego-Baustein dazu bekommen und noch einen roten 2x2 Lego-Baustein dazu gekommen. So, Endresultat ist das hier nochmal. Mittlerweile kriege ich einen epileptischen Anfall, weil das alles so schnell sich bewegt. Ja, jetzt haben wir mittlerweile, glaube ich, 2 Power Bricks, aber uns fehlt immer noch einer. Unglaublich. Ja. Bevor ich hier noch anfange zu sappern wegen irgendeinem epileptischen Anfall, den ich hier definitiv gleich bekommen werde, würde ich sagen, danke, dass ihr zugesehen habt. Hier seht ihr nochmal Lego Star Wars Micro Fighters, den Ladebildschirm. Und ja, wem es gefällt, der kann sich das mal antun. Mein Geschmack ist es jetzt weniger, muss ich sagen. Ich hätte mir jetzt mehr davon erhofft. Aber gut, kann man ja nichts machen. Oder? Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.